Staaten waren mindestens 20 Millionen Erkrankte tot. Und damit starben im Jahr 1918 mehr Menschen an der spanischen Grippe als im Ersten Weltkrieg. Ausgelöst wurde sie übrigens von einem Vogelvirus, von dem die Forscher eigentlich dachten, es könne Menschen nichts anhaben. Sorgt die Vogelgrippe weltweit für Alarm. Bisher starben etwa 80 Menschen. Doch falls eine Übertragung von Mensch zu Mensch Realität würde, rechnen Experten mit Hunderttausenden Toten allein bei uns in Deutschland. Dennoch sieht es bei der Vorsorge und Medikamenten düster aus, selbst wenn ansonsten ziemlich viel Wirbel gemacht wird. Konzentriert beobachten die Zollbeamten der mobilen Kontrollgruppe den Verkehr an der deutschen Grenze bei Bad Reichenhall. Die Männer halten Ausschau. Autos aus Südosteuropa und der Türkei, wo die Vogelgrippe schon grassiert. Es ist gerade ein bulgarischer Pkw vorbeigefahren. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Diese Kontrolle bleibt ohne Ergebnis. Doch kurz darauf machen die Zöllner einen Gruß. Im Gepäck dieser Rumänen entdecken sie immer neue Fleischpakete. Über 170 Kilogramm. Bus. Schweinefleisch in Hülle und Fülle, doch die Beamten suchen gezielt nach rohem Geflügelfleisch, lebenden Hühnern, ungekochten Eiern. Dieses Risikomaterial kann die gefährlichen Vogelgrippeviren nach Deutschland einschleppen. Schließlich entdecken sie in einer Tasche Hühnerschenkel. Das ist jetzt echt Geflügelfleisch. Also das ist ja genau das, was wir nach und nach suchen. Dieses Fleisch kann einfach die Krankheit zerlegen. Und das Gefährliche daran ist, damit wäre der Virus schon in Deutschland. Die Rumänen dürfen weiterreisen, ohne ihre Fleischvorräte. Diesmal hatten die Kontrolleure Erfolg, doch vollkommenen Schutz vor der Tierseuche können sie nicht garantieren. Wir Stichproben machen, wenn wir hier mit einem Fahrzeug beschäftigt sind, fahren natürlich in dieser Zeit jede Menge Fahrzeuge vorbei. Was in diesen Fahrzeugen müsste man nicht kontrollieren, können wir nur ahnen, aber wir können es nicht feststellen. In den vergangenen Monaten ist die Tierseuche aus Asien nach Europa vorgerückt. Bisher haben etwa 80 Menschen. Sie hat sich durch direkten Kontakt infiziert. Doch Experten beobachten das Virus voller Sorge. Da es sich häufig verändert, könnte das Virus irgendwann auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Die Folge: eine globale Pandemie. Wenn man die Zahlen, die die Weltgesundheitsorganisation publiziert hat, zugrunde legt, müssen wir landen. Ungefähr 500.000 bis 700.000 neuen Krankenhauseinweisungen rechnen und mindestens 15 Millionen Hausarztbesuchen bei Infizierten und mit ungefähr 100 bis 150.000 Toten. Das Krisenszenario ist beängstigend. Binnen weniger Tage breitet sich das Virus in rasender Geschwindigkeit aus. Ein Husten in der U-Bahn kann genügen, um sich bis zu einem Drittel der Bevölkerung könnte erkranken. Zu Beginn der Pandemie sogenannte antivirale Medikamente Schutz, wie Tamiflu oder Relenza. Sie vergrößern die Chance zu überleben. Es gibt verschiedene Rechnungen, um rauszukriegen, wie viel von diesem Tamiflu und Relenza brauche ich denn eigentlich im Pandemiefall. Es ist so, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, für 20% der Bevölkerung vorzuhalten. Das Robert-Koch-Institut in Deutschland empfiehlt das Gleiche. Die zuständigen Bundesländer haben zum Teil nur etwa 6% der Bevölkerung Vorräte angelegt. Also weniger als die Hälfte des Verlangten. Bereits im vergangenen Sommer aufgedeckt. Letzte Woche fragen wir noch einmal nach. Haben die Landesregierungen inzwischen besser vorgesorgt? Das Ergebnis: Nordrhein-Westfalen ist dem Rat der Weltgesundheitsorganisation gefolgt. Für über 60 Millionen Euro hat man vorgesorgt. Genug Medikamente für jeden dritten Nordrhein-Westfalen. Wenn der Pandemiefall ausbricht, ist es natürlich schon für uns, ein Nordrhein-Westfalen als ein Land, was gut vorgesorgt hat, ein Problem, wenn man Nachbarländer hat, die nicht gut vorgesorgt haben. Sie müssen sich das ja ganz praktisch vorstellen. Wollen Sie jemand in der Apotheke ein Medikament verweigern, weil er seinen Wohnsitz nicht in Nordrhein-Westfalen hat? Diese Sorge ist begründet, denn in 10 der 16 Bundesländern reicht der geplante Medikamentenvorrat immer noch für weniger als 10% der Bevölkerung. Vor allem in den kleineren und ärmeren Ländern hofft man darauf, dass die Seuche nur in einem begrenzten Raum ausbricht. Auch der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder.
wichtig zur Bekämpfung einer eventuellen Grippepandemie ist, dass man am Auftrittsort sofort massiv dagegen vorgeht. Das heißt, sollte es passieren, dass in Deutschland ein Fall auftritt, eine Erkrankung pandemisch werden könnte, muss sofort vor Ort alle Kapazitäten, die vorhanden sind, genutzt werden, um zu verhindern, dass der Rest der Bevölkerung erkrankt. Wer darauf wartet, dass seine Bevölkerung erkrankt, danach behandelt, ist unverantwortlich. In der Fachwelt stößt diese Position auf Unverständnis. Das Virus in einer hochmobilen Gesellschaft lokal begrenzen und bekämpfen zu können, diese Annahme halten Experten für unverantwortlich. Das können Sie nicht lokal begrenzen, denn bis die Krankheit ausbricht, die hat ja eine Zeit von der Ansteckung bis zum Krankheitsausbruch von mehreren Tagen. Bei der Vogelgrippe ist sie eher länger als bei der normalen Influenza, also auch über eine Woche teilweise. Merken, dass die Krankheit ausgebrochen ist, haben sie schon längst viele andere außerhalb der Region infiziert. Eine Pandemie können die lokal mit Sicherheit nicht begrenzen. Es ist eine weltweite. Auch beim Impfstoff, der wichtigsten Waffe im Kampf gegen die Seuche, ist die Versorgung nicht abschließend geklärt. Dabei begehrte Serum dauerhaft vor Ansteckung. Das Bundesgesundheitsministerium verhandelt seit Monaten mit zwei Herstellern. Die Produktionskapazität für 160 Millionen Impfdosen soll reserviert werden. Zwei Impfungen für jeden Bundesbürger. Das sei das Ziel, heißt es gegenüber Fakt aus dem Ministerium. Doch die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Genaue Zahlen nennt man nicht. Man muss jetzt zu Potte kommen. Kann nicht sein, dass wir angesichts einer näher rückenden Pandemie hier immer noch verhandeln und verhandeln, und wir müssen dann auch einmal Fakten und Informationen auf den Tisch bekommen, denn es muss ja dann auch zwischen Bund und Herstellern das weitere Prozedere miteinander vereinbaren. Rund 20 Millionen Euro hat Gesundheitsministerin Schmidt bisher bereitgestellt für Forschung und Kapazitätssicherung. Viel zu wenig, meinen Experten, und warnen vor dramatischen Folgen. Andere Länder wie die Vereinigten Staaten sehr viel Geld sich Optionen bei den Impfstoffherstellern gesichert und haben einfach Verträge, wo drinnen steht, wenn du die ersten Chargen Impfstoff produzierst, dann kriegen wir davon so viel ab. Es ist völlig klar, dass in dieser Krisensituation auch deutsche Hersteller, also in Deutschland stationierte Hersteller, dann einen großen Teil ihrer Produktion im Ausland abgeben müssen. Und da können wir als Deutsche dann nur sehen, wie das Mittel exportiert wird. Eine beunruhigende Vorstellung. Mir kommt, ist ungewiss. Hoffentlich ist das Virus noch ein bisschen Zeit.